Moinsen, YouTube-Gemeinde, was geht ab? Mein Name ist Kevin zu den Filmen und dann begrüße ich euch ganz herzlich zur zweiten Ausgabe, beziehungsweise zur ersten richtigen Ausgabe von Minecraft Crafty Tech Snow. Bevor wir aber mit der richtigen Episode anfangen und wir uns auf dem Server wiedersehen, würde ich euch ganz gerne mal erzählen, was ich so seit der ersten Folge, die ich vor einer Woche aufgenommen habe, so gemacht habe. Denn ich habe eigentlich sehr, 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 sehr viel gemacht und auch sehr, sehr viel für euch aufgenommen. Anfangen würde ich mit dem allerwichtigsten Thema, denn ich habe wieder mit dem letzten Mal richtig viel gechillt und wir haben auch sehr viel auf den Craft Attack Server gemacht. Am Anfang haben wir wirklich angefangen, etwas zu erkunden, einfach Ressourcen zu farmen, weil ohne Ressourcen kannst du im Endeffekt auch ein Craft Attack einfach absolut gar nichts machen. Und wir haben halt auch mit etwas Glück, was wir halt auch vorher nicht wussten, ein Dorf gefunden, welches wirklich einfach so gefühlt 100 Blöcke neben unseren Spots sind. Einfach mega. Wir hatten dadurch Villager und genau diese Villager, das war der nächste Topic gewesen. Denn ich habe versucht, mit sehr, sehr vielen Schienen diese Villager, beziehungsweise zwei Villager, vom Dorf in meine Base zu bekommen. Und genau das war so nervenaufreibend, dass ich mir echt zum Schluss dachte, ach du heilige Mutter Gottes, hätte ich einfach am liebsten im Dorf oder neben dem Dorf gebaut. Aber zum Thema Bauen, da kommen wir später, wenn ich auf dem Minecraft-Server drauf bin, zu einer anderen Geschichte. Ja, diese ganzen Minecraft-Geschichten, die waren wirklich sehr, sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich seht ihr das gerade im Hintergrund, so oft wie diese Villager nach hinten gerollt sind, ich habe glaube ich über eine Stunde gesessen, diese Kack-Villager vom Dorf in meine Base zu bekommen, aber ich muss sagen, es hat geklappt und danach kam mir zum zweiten Riesentopic und zwar habe ich meine Base, beziehungsweise meinen Berg versucht von Schnee zu befreien, denn ihr wisst ja nicht, also das habe ich selber erstmal wirklich gar nicht gewusst, es ist mir durch Spielen selbst aufgefallen, wenn Schneeblöcke, bzw. Schneeschichten auf dem Boden liegen und du Blöcke playst, dann placen sich die Blöcke nach oben, nicht so wie zum Beispiel in den alten Versionen, wenn du halt solche Blöcke hattest, dass zum Beispiel, wenn du jetzt, glaube ich, Gras hattest oder so und du hattest jetzt zum Beispiel beackertes Gras, bzw. beackerte Erde, konntest du einen Block setzen, dann wird es automatisch zu Dirt, bei Schnee passiert sowas nicht. Und dann habe ich halt echt versucht, sehr lange das ganze Schnee von meiner Base zu befreien, aber in der nächsten Nacht hat es dann wieder geschneit und im Endeffekt sah es wieder genauso aus. Und dann habe ich es versucht, auch mit Fackeln auszuleuchten und es hat auch nicht geklappt. Und dann dachte ich, ich farme noch mehr. Dann habe ich auch meine allerersten Diamanten gefunden und konnte so Obsidian für ein Nether-Portal farmen. Hab dann auch angefangen, meinen Keller zu bauen, weil ich dachte, okay, zu der Zeit wollte ich noch unbedingt auf diesem Berg bauen. Und dann dachte ich mir, okay, baue ich mir einfach meinen Keller und dazu den allerersten Nether-Portal von mir. Weil genau an diesem Tag wurde auch der Nether geöffnet. Und ihr wisst ja, ich wollte mit sehr, sehr vielen Nether-Ressourcen eigentlich arbeiten. Heißt mit Blackstone, mit dem roten, als auch mit dem grünen Holz. Dann war ich wirklich, glaube ich, 4 bis 5 Stunden im Nether und habe richtig viele Knochenblöcke gefarmt. Ich glaube, ungefähr 3 Stacks. Und ihr müsst überlegen, mit diesen Knochenblöcken bekommt man so unmassig viel Knochenmehl, dass ich mich dann doch entschlossen habe, eine Essensfarm zu bauen mit diesen Villagern. Und genau diese Essensfarm hat mir dann wieder, glaube ich, ungefähr 2 Stunden Zeit gekostet, weil ich am Anfang erstmal nicht hinbekommen hatte, die Blöcke richtig zu placen. Ich glaube, ich erkläre euch gleich im Anschluss, wie ich diese Essensfarm gebaut habe, so ein bisschen in Zeitraffermäßig und wie sie halt auch funktioniert, weil die ist wirklich richtig, richtig geil. Also jetzt funktioniert sie auch übelst gut, aber man musste erstmal halt warten, bis der Villager seine 8 Inventar-Stacks voll hatte. Erst dann hat die Farm eigentlich wirklich Profit geworfen. Ich muss sagen, mit 1 Stack Knochenblöcke bekomme ich ungefähr 10 Stacks Essen raus, was halt übelst legit ist. Also damit habe ich auch jetzt wirklich meine ganzen Villager von 2 auf über 10 Villager hochgezüchtet. Muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, meine Essensfarm. Und zum Schluss dachte ich mir, okay, mein großes Ziel ist es ja, eine Kaktus-XP-Farm zu bauen mit sehr, sehr vielen Hoppern und so. Baue ich mir eine Eisenfarm, da habe ich insgesamt 2 Stück gebaut. Einmal oben auf dem Berg und einmal unten in meinem Keller. Und ja, die laufen eher nicht so gut. Ich müsste die mal in der nächsten Episode mal ein bisschen überarbeiten und mal schauen, was da alles so nicht geklappt hat. Das war es eigentlich so, alle Informationen, was ich jetzt so gemacht habe in den letzten Tagen. Ich hoffe, es hat euch eher mehr oder weniger gefallen mit diesen ganzen Clips im Hintergrund, die ich halt aus 2 Perspektiven gefilmt habe. Schreibt mir eure Meinung mal dazu ganz gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Minecraft Craft Attack.
So, da sind wir auch auf dem Craft Attack Server und ja, es schneit. Wow. Genau das ist der Grund, was ihr gerade hier gesehen habt, warum ich hier auch dieses Gebiet jetzt verlassen werde. Ich werde jetzt hier nicht mehr weiterbauen. Hier ist, wie gesagt, die eine Farm und da ist die, hier unten ist die andere Eisenfarm. Also das habt ihr auch wahrscheinlich gerade im Pre-Intro gesehen. Also hier ist die andere Eisenfarm. Die habe ich auf 2 Etagen gemacht. Warum? Weil die Eisengolem nicht oben gespawnt sind, sondern hier unten. Aber wie gesagt, die beiden funktionieren nicht, beziehungsweise... Ja, in der gesamten Zeit war hier nur ein Eisengolem und alleine schon die Villager, dass sie da pennen, obwohl da ein Zombie ist, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich die beiden Farmen komplett nochmal neu bauen müssen. Aber naja, das ist ja nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste, muss ich halt immer noch sagen, ist dieses gottverdammte Schnee. Also ihr seht ja, ich habe hier das alles, war hier abgebaut gewesen und hier oben wieder schneit es. Es ist halt einfach suboptimal für das, was ich vorhabe. Also die Essensfarm funktioniert mega. Mit dem Villager, der automatisch, wenn hier Baum hier drin wäre, das abbaut und dann wieder alles macht. Also Mega-Farm, also die würde ich auf jeden Fall wieder neu bauen. Mit der Eisenfarm, da muss ich mir echt nochmal ein paar Tutorials angucken, wie man das macht. Wie man die überarbeitet. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich umziehen. Das werde ich dann aber wahrscheinlich offline machen. Heißt, hier haben wir ja nochmal mein Nether-Portal, hier haben wir nochmal meine ganzen Nether-Ressourcen. Ja, es ist halt schade, aber ich dachte mir halt natürlich erstmal was anderes, als ich hier in dieses Gebiet gekommen bin. Aber ganz ehrlich, dieses Schnee, das ist so ein Hindernis bei so vielen Sachen, die ich halt bauen will. Und ich bin halt ganz ehrlich, es muss an erster Stelle, muss es halt geil auch zum Bauen sein. Und ich habe hier es einfach nicht gewusst, nicht bedacht, dass es halt so eklig ist. Aber ich werde auch nicht sehr, sehr viel weit weggehen. Ich werde wahrscheinlich, also der Marv, der baut ja da in der Ecke. Ich werde jetzt wahrscheinlich das, was ihr im ersten Pre-Intro gesehen habt, hier auf diesem Berg. Ich werde wahrscheinlich eher da in der Ecke bauen, also eher Richtung Dorf. Wahrscheinlich sogar auch im Dorf. Ich mache mal kurz hier die Karotten raus. Da seht ihr wenigstens etwas, wo ich halt meine. Also ich werde wahrscheinlich... Also wie gesagt, hier baut der Marv. Den will ich halt nicht stören. Ich bin halt eher so der Kellermensch, der dann halt einen richtig geilen Keller baut. Ich laufe mal ganz kurz dahin, wo ich dann wahrscheinlich bauen werde. Also ich muss erstmal den Marv fragen, aber ich werde wahrscheinlich dann hier in dieser... in diesem Gebiet hier bauen. Mit diesem Loch oder so könnte man dann als XP-Farm für die Kaktusfarm verwenden. Aber dass ich dann wahrscheinlich hier ungefähr in dieser Ecke bin, mit dem Ausblick auf diesen, auf diesen Wald hier. Oder dass ich halt hier oben auf diesen Wald baue, weil das halt alles um Welten besser als dieses Schnee. Oder dass ich sogar das Dorf nehme, ich muss da noch ein bisschen was überlegen. Das werde ich wahrscheinlich dann in den Kommentaren halt euch wissen, das müssen wir dann in der nächsten Episode. Ich habe auch schon überlegt, ein bisschen sowas zu machen, was meine Freundin da gerade macht. Das können wir auch in der nächsten Episode angucken. Einfach so eine XXL-Schlucht nehmen und in dieser Schlucht bauen. Das hat da meine Freundin wirklich was Schönes gemacht. Können wir auch, wie gesagt, in der nächsten Folge anschauen. Ja, das war es dann auch mit der zweiten Episode. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen so meine ganzen Punkte und die ganzen Taten, die ich, die ich gemacht habe, so ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, in der nächsten Episode werden wir dann auch wirklich mit dem Hausbau anfangen. Ich kann halt leider nicht mehr sagen als das. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt auch in der zweiten Folge nicht so viel passiert ist, aber ich verspreche euch, in den nächsten Episoden wird es viel, viel geiler sein. Beziehungsweise vielleicht baue ich echt mit dieser Schlucht hier irgendwas Cooles. Muss ich mir echt überlegen, was ich baue. Jetzt mache ich aber, wie gesagt, jetzt ganz in Ruhe. Ich will mich jetzt auch nicht hektisch da irgendwie was entscheiden. Also danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dann in den nächsten Episoden. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus und ciao.